willkommen zur nächsten Runde. Heute spielen wir wieder mit unserem Hunter. Und ihr seht auch jetzt bei diesem Spiel hier ist auf der rechten, auf der linken Seite unser aktuelles Kartenprofil drin, auch wenn es mal wieder ein bisschen verzogen ist. Unser Fährtenlesen haben wir natürlich zweimal drin. Ja, egal. Ich muss das mal irgendwann noch schön malen oder ein anderes Programm benutzen. Also hast du uns Rexha das war sehr, sehr gegen gut, aber Anduin. Und wir haben das Licht einen Gegner, den einen Priester. Lass naja, die Jagd beginnen. Kopieren, was geht von uns. Deswegen spielen wir jetzt am Anfang. Nehmen wir ihn weg. Gut, und da dagegen kann er auch recht wenig machen. Da haben wir schon eine schöne Reihe. Den wahrscheinlich recht wenig entgegensetzen hat. Wir spielen unseren Fehlsach. Er braucht einen Minion, damit er den irgendwie wegkriegt. Einsatz bereit! Und er spielt einen Goldhain. Ist jemand verletzt? Sie mag ich ja echt gar nicht. Deswegen nehmen wir sie weg. Genau. Das war's. So. Hätte man sicherlich auch anders machen können. Nein, geht nicht durch Zauber. Deswegen mag ich den Feendrachen eigentlich gern. Er bietet einfach sehr, sehr wenig Angriffsfläche. Dagegen. So, und wir... Damit provozieren wir natürlich, dass er... Gebt mir eine Quest. Gegen ich ihn geht. Mal schauen mal, wie weit wir das treiben können. Oder? Ja. Quest fehlgeschlagen. So, nächste Runde. Die gute Nachtklinge ist eigentlich ganz brauchbar jetzt. Sie werden nicht wissen, wie ihnen. Weil doch die 4-4 kann er nicht direkt auf sie losgehen. Was ist da? Knappe, mir oder zur Seite! Bereit, mein Herr! Hat halt eben die schöne. Er wird mir. Ja. Dann spielen wir jetzt einmal. Der hier gehört mir. Und es steht 30 zu 14. Ja, der gute Living Dead. Okay. Er bereit zum Ausritt! Seine Karte. So. Wir haben diese Karte hier um 1 gebufft. Spürt meinen Zorn! Entfernen. Zwei Schaden ins Gesicht. Aber das war jetzt auch ein ziemlicher Glücksgriff, dass wir ihn haben. Ist jemand verletzt? Er spielt seine Goldhaini. Fährten lesen, genau das, was ich jetzt brauche. Die braucht 3 Schaden.
Wir können sie eulen, dann hat sie nicht mehr ganz so viel, macht aber immer noch einen Schaden. Grüße. Ich frage mich... Grüße. Grüße. Ja, das reicht auch. Grüße. Nochmal ein Fass. Grüße. So. Also, 5 Runden müssen wir noch durchstehen. Allerdings können ich wir langsam... Ich setze es auf eure Rechnung. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Und wafft ihn. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Wir haben 7. Die würde mir natürlich jetzt hiermit wegnehmen. Die können wir schon mal bekommen. Und haben hier. So, muss er jetzt wegnehmen, sonst hat er ein Problem. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Und er spielt nochmal eine. So, damit können wir das Board ein bisschen clearen. Ich habe leider nur 6 Schaden. Moment, das ist doch ein Wildtier. Grüße. Perfekt, ich habe 7 Schaden. Wir können das Spiel beenden. So. Gut gespielt. Das war die Runde mal wieder gegen Riester dieses Mal. Ich hätte echt gedacht, dass er mehr wieder von uns kopiert und hofft, dass wir gute Karten haben. Aber, ja, seine Taktik kapiere ich nicht ganz in dem Fall. Er hat recht wenig am Anfang dagegen gelegt. Ja, schauen wir mal. Bei uns geht's weiter. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Das Deck findet ihr, wie gesagt, hier an der Seite. Und ja, wenn ihr noch weitere Verbesserungsvorschläge für das Deck oder allgemein fürs Spiel habt, dann schreibt diese bitte unter in den Kommentaren und abonniert meinen Channel. Danke euch vielmals und bis zum nächsten Mal.